Also eigentlich das, was mich nicht nur an der Situation damals, sondern die ganze Zeit reizt, ist die Tatsache, dass das etwas ist, was tatsächlich sich entwickelt, und zwar mehr oder weniger wie ein Organismus. Das ist also nichts, wo man sagen kann, das ist ein durchgeplantes Geschehen, sondern das durchläuft wirklich Phasen von Wachstum, von Überraschung, von Veränderung. Das hält einen sozusagen aktiv neugierig, und das war es eigentlich auch ganz zu Anfang. Also als das begonnen hat, da war das für mich so eine Art Begegnung. Da hat jemand eine biografische Situation, eigentlich auch eine sehr traurige biografische Situation, hat wahnsinnig viele Bilder erzeugt, hat sich anders als andere Künstler verhalten, ist damit nicht an Öffentlichkeit gegangen, hat das zurückgehalten. Das war dann schon zu dem Punkt sehr verwunderlich. Und dann plötzlich mit einem großen Kunstwerk, mit einem Werk, was jemand gemacht hat als Künstler, konfrontiert zu sein, das keine Öffentlichkeit kannte. Das war schon sehr erstaunlich. Und dann steht man plötzlich vor einem Bild und hat niemanden mehr, der einem das erklären kann, weil der Künstler gestorben ist und es auch niemand vorher erklärt hat, weil es keine Geschichten dazu gab. Also es gab nicht irgendwelche Kunstwissenschaftler, die sich jetzt großartig darüber Gedanken gemacht haben, nachdem der Künstler verstorben ist, das alles zu erklären, weil das eben nicht öffentlicher Teil des Kunstbetriebes war. Das war also eine gewisse Form von Begegnung mit Kunst in einer sehr verletzlichen und einer fast ein bisschen jungfräulichen Art, wo man sich dann fragt, kann ein Kunstwerk bestehen, wenn niemand einen Rahmen darum erzeugt hat? Und dann steht man plötzlich in einer Begegnung mit etwas, wo man sich fragt, kann eine solche Begegnung in irgendeiner Art und Weise mehr sein, also etwas aufbauen, etwas entstehen lassen? Und dann fängt man nach kurzer Zeit an, darüber nachzudenken, ob es vielleicht tatsächlich so etwas gibt, wie eine über diese Situation hinausgehende, nachvollziehbare Form von Ordnung. Und das ist mir damals bei dem Bild so gegangen. Ich habe, glaube ich, das Bild damals unverschämt genannt, weil es rahmensprengend war. Es hatte keinen Rahmen, brauchte aber auch keinen Rahmen. So, ich habe gemerkt, das löst in meinem Kopf eine Menge Assoziationen aus. Und interessanterweise Assoziationen, die mir auch alles andere als fremd waren, wo dann fast so ein bisschen das Gefühl war, entweder ist das jetzt ein seelenverwandter Mensch gewesen, der Dinge eine Art ausgedrückt hat, die mir sehr nah ist, oder hat er etwas gesehen, was ich auf eine andere Art auch irgendwie wahrgenommen habe. Ich habe dann im Nachhinein bei dem, was ich erzählt bekommen habe von Dagmar Woidekoehler, ein bisschen gemerkt, das ist auch eine persönliche Seelenverwandtschaft gewesen. Es ist nicht nur sozusagen das gleiche Sehen, sondern es ist auch auf die gleiche Art Sehen. Das war also insofern fast so was Anheimelndes, dass man eine Begegnung hat mit einem guten alten Freund. Und das hat mich schon sehr verwundert. Also die erste Dimension dieses ganzen Projektes war für mich diese persönliche Begegnung. Und dann hat sich das ja wieder weiterentwickelt. Wie ich schon sagte, das ist eine sehr lebendige Grundsituation. Da entstehen plötzlich Dinge. Und dann habe ich gemerkt, naja, das ist nicht nur, dass Menschen diesen Bildern begegnen, sondern da fängt an, um die ganze Sache herum eine Art kulturell-kommunikatives Netzwerk zu entstehen. Das heißt, das Ganze ist in der zweiten Dimension deutlich größer geworden als die Begegnung mit einem Künstler über seine Werke. Das heißt, da ist etwas entstanden wie eine Art kulturelles Experiment. Und zwar interessanterweise ein kulturelles Experiment, wo Dagmar Woidekoehler von Anfang an vermieden hat, den klassischen Kunstbetrieb zu nutzen. Und das fand ich dann im zweiten Schritt hochgradig interessant, weil ich gemerkt habe, hier ist eine Dimension angesprochen, die eben nicht so schnell in diese klassische Verständnisweise musealer Kunst hineingeht, sondern die das Ganze mehr oder weniger in einem interaktiven Prozess gestaltet. Und der hat sich dann ja tatsächlich weltweit ein Stückchen entwickelt und hat sehr viele Liebhaber gefunden, was mich im Nachhinein ein bisschen davon überzeugt hat, dass das, was der Obey dort ausgedrückt hat, eben nicht nur verständlich ist, wenn man eine persönliche Seelenverwandtschaft hat, sondern der hat teilweise auch, sagen wir mal, Sichtweisen auf Welt getroffen. Und da bin ich dann wieder ein Stück an unseren guten Josef Beuys erinnert gewesen, der eben von dieser sozialen Plastik redet, dass wir eigentlich alle Künstler sind und wir eigentlich an einem gemeinschaftlichen Ding beteiligt sind, was wir kulturell gemeinschaftlich erzeugen, dass es da also eine größere Ordnung gibt, an der wir teilhaben und die wir, wenn sie irgendwo dargestellt wird, auch ein Stückchen erkennen können. Und ich glaube, dieses Experiment, was Woidekoehler da gemacht hat, ist nur möglich, wenn dieses Wiedererkennen da ist.
Weil die pure Begegnung mit einer Leinwand kann das nicht erzeugen. Es muss irgendein übergeordneter Resonanzpunkt da gewesen sein. Also das Zweite, was mich fasziniert hat, war dieser experimentelle Teil, das mal auszuprobieren, jenseits der klassischen Kunstlandschaft sozusagen mit Kunst etwas entstehen zu lassen. Und der dritte Teil, der ist mir dann eigentlich jetzt erst in den letzten Monaten sozusagen zugewachsen, dass ich darüber dann natürlich in die Nachdenklichkeit gekommen bin, was ist denn überhaupt Kunstbetrieb? Was machen wir denn da überhaupt? Ich meine, da bin ich dann mit anderen Dingen wieder zusammengestoßen, die mir ein bisschen aus der Optik geraten waren. Ich hatte mich mal schon mal ein bisschen über den Damien Hirst verwundert, der dann hingegangen ist und hat mit Sotheby's, ich glaube nicht, 2008 war das, glaube ich, eine Ausstellung gemacht, wo er Dinge hergestellt hat, nur für eine Auktion. Und hat mit dieser Auktion irgendwas von 100 und irgendwas Millionen Dollar dann eingezogen, wo ich dann gesagt habe, was geht hier eigentlich gerade ab? Kunst, also Ausdruck von kulturellen Intelligenzen, die da am Werk sind, vielleicht von etwas, was wir kollektiv tun, wird dort plötzlich kommerzialisiert in einem Umfang, wo man sagt, was ist das? Was passiert hier gerade? Und dann stößt man auf so Leute wie Banksy, die das ganz gezielt auch unterlaufen. Und dann wird man sehr, sehr nachdenklich und merkt, das, was hier im Kunstbetrieb passiert, geht nicht nur den Kunstbetrieb an, sondern das, was da passiert, ist eigentlich ein extrem interessantes Symbol oder, wenn man so will, ein Symptom für eine durchgängige Kommerzialisierung der Welt. Das heißt, wir tun so, als ob alles auf der Welt Marktdynamik unterliegt. Und da wird man dann extrem nachdenklich, weil eins kann ich sicher sagen, der kulturelle Bereich ist als letzter oder der Bereich, der gerade im Bereich Kunst angesprochen ist, ist als letzter geeignet, in diesem Sinne zum Markt zu werden. Dass wir das im Moment tun, liegt ein Stückchen dran, dass dort sehr viel Geld unterwegs ist und dieses Geld versucht, irgendwie noch Wert zu finden. Wir machen also aus einem kulturellen Ereignis einen Markt. Und das weiß ich zumindest, sobald ich zumindest Kunst verstanden habe, da muss Kunst immer provozieren und im Prinzip unterwegs sein, um Kultur zu entwickeln. Kunst ist also ein mächtiges Instrument der Erhöhung von Reichhaltigkeit von Kultur. Und wenn wir diesen Teil kommerzialisieren, dann geht genau dieser Anteil der Kunst verloren. Weil im Prinzip muss ich dann immer in irgendeiner Art und Weise attraktiv sein für den, der kauft. Das heißt, ich fange an, mich notgedrungen zu verbiegen. Und dann fängt man an, rumzugucken, nachzufragen, guckt sich junge Künstler an und stellt fest, dass einem das manchmal schon den Ärger ins Gesicht treibt, was da passiert. Ich habe mir dann junge Fotografen angeguckt, junge Leute, die Filme machen und habe mit denen gequatscht. Und dann war immer das Gleiche, was die mir sagen. Die haben immer versucht, irgendwie in diesen Markt hineinzukommen. Und da gibt es inzwischen dann Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, die für Geld in Galerien hineinzubringen oder in Märkte hineinzubringen. Da geht das dann so nach dem Motto, gib mir deine Fotos, ich sorge dafür, dass du in Shanghai eine Ausstellung bekommst. Und dafür bezahlst du mir 30.000 Euro oder irgendwas und dann bringe ich dich da rein. Oder du machst Filme und ich sorge dafür, dass du bei den richtigen Festivals landest. Also da ist etwas entstanden, was so eine Art Sekundär-Enabler-Markt ist, der davon lebt, andere in die Situation zu bringen, dass sie von Kunst leben können. Und dann merkt man, dass wir hier offenkundig einen gigantischen Systemfehler machen, dass wir im Prinzip das, was wir aus dem ökonomischen Kontext kennen, auf den kulturellen Kontext übertragen. Und da sind wir bei der dritten, für mich eigentlich interessanten Dimension von Obey und von Mindkiss, dass wir offenkundig uns mal heftig Gedanken darüber machen müssen, wie wir das System Welt, so wie wir es bauen, in Zukunft organisieren wollen. Wir tun so, als ob die ganze Welt ein Marktgeschehen ist. Und das tun wir nur deshalb so, weil wir verlernt haben, Unterschiede zu machen und weil wir der Meinung sind, dass wenn wir die Welt schon nicht mehr verstehen, dann zumindest die unsichtbare Hand des Marktes noch irgendwas Intelligentes hervorbringt. Ob ich mich jetzt bei Ökonomie darüber aufregen will, das wäre ein anderes Blatt. Kann ich mich auch sehr darüber aufregen, weil ich glaube noch nicht mal mehr, dass wir im finanziellen Kontext, ökonomischen Kontext, dieses Prinzip Markt auf diese Trivialität beibehalten sollten. Aber wenn wir das in den kulturellen Kontext tragen oder in den pädagogischen Kontext tragen, kann ich nur sagen, jetzt machen wir wirklich alles falsch. Das heißt, hier sind wir angestoßen, darüber nachzudenken, wie sehen die Systeme von morgen aus? Wie bauen wir Gesellschaft? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Das ist eine Grundsatzfrage, die für jeden, finde ich wenigstens, in dem Projekt von Obey so richtig sich entwickelt hat. Begonnen von einer Person, rübergegangen zu einer Art kulturell-kommunikativen Experiment und dann daran sichtbar gemacht,
dass etwas leben kann außerhalb dieses klassischen Kunstbetriebs. Das heißt eigentlich, wenn man so will, ein experimentelles Aufzeigen eines Defizits auf der anderen Seite. Das heißt, die Notwendigkeit des Nachdenkens über eine Änderung der Systeme. Der Raum, der da entsteht für diese Interaktion, der Raum zum Nachdenken, wird ja in irgendeiner Form auch finanziell bereitgestellt. Aber jetzt merkt man schon, worum es geht. Wir können diese Systeme also nicht getrennt betrachten. Wir müssen uns den kulturellen Raum, vielleicht den rechtlich-organisatorischen Raum und den wirtschaftlichen Raum gemeinschaftlich betrachten. Ich meine, da kann man natürlich ein bisschen vielleicht in die Anthroposophie gucken, mit der Dreigliederung des sozialen Organismus könnte man darüber nachdenken, wie kann ich das miteinander so verschränken? Wie kann ich es zum Beispiel schaffen, das Kapital immer nur Kapital sein darf, wenn es Gestaltung finanziert. Sobald Kapital nur das Entstehen von Kapital finanziert, kann es nicht vernünftig sein. Vielleicht geht es darum, wieder ein bisschen scharf zu sein mit der Unterscheidung von Begriffen. Vielleicht geht es darum, sich klarzumachen, dass der Begriff Vermögen nicht nur immer etwas mit Geld zu tun hat, sondern mit Fähigkeit. Und wenn Vermögen nicht im Sinne von Geld, Vermögen im Sinne von Fähigkeit erzeugt, dann sollte es kein Vermögen mehr sein dürfen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das gesellschaftlich hinbekommen, dass Kapital nur dann geeignet werden darf, wenn es ein Teil des kulturellen Organismus wird, wenn es also gestaltend tätig ist und zwar nicht im Sinne von Auftragsarbeit, nicht im Sinne von Beeinflussung, sondern im Sinne von gezielter Finanzierung von Freiräumen. Und das müssen wir politisch und das müssen wir gesellschaftlich organisieren. Da können wir nicht einfach hingehen und sagen, okay, das alles Dominierende ist der Finanzmarkt und der ganze Rest sind Derivate. Dann bekommen wir langsam aber sicher eben eine Unsinnigkeit, weil alle verbiegen sich in Richtung auf dem Finanzmarkt. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das grundsätzlich organisieren. Und das ist eine extrem politische Frage. Wir haben einfach das Grundproblem, dass uns mit dem Ende des Kommunismus sozusagen das Feindbild abhandengekommen ist. Und jetzt glauben wir wirklich, dass wir mit unseren demokratischen Prinzipien und mit dem Kapitalismus, so wie wir ihn pflegen, gewonnen haben. Kann ich nur sagen, Leute, wir haben überhaupt nicht gewonnen, weil wir geraten mit dem gesamten System an die Grenzen der Leistungsfähigkeit oder sind schon lange darüber hinaus. Das heißt, das Schwierige ist, wenn einem das Feindbild verloren geht, hört man auf, sich zu entwickeln, weil man glaubt, man hat gewonnen. Und die Entwicklungsfrage liegt im Moment bei den demokratischen Systemen und bei der Frage danach, wie wir weltweit mit Kapitalismus umgehen wollen. Und zwar mit der Art Kapitalismus, von der wir glauben, dass es sich als das einzig wahre Prinzip herausgestellt hat. Liberalisierte Märkte sind kein dauerhaft gängiges Prinzip. Auf diese Art bekommen wir kulturelle Reichhaltigkeit nicht mehr hin. Das findet man in den Teilmärkten und das findet man global. Ich kann zum Beispiel nicht hingehen und über die Globalisierung dem Kapital erlauben, sich aus regionalen Kulturen zu entfernen. Ich muss Formen finden, wie das Kapital sich wieder zurückpumpt in die Kultur, ohne dort in dem Sinne einzugreifen. Die Freiheit des kulturellen Gestaltens muss erhalten bleiben. Und so geht es eigentlich Schritt für Schritt darum, sich grundsätzlich Gedanken darum zu machen, wie wir die Systeme gestalten. Wir können die Systeme heute nicht mehr optimieren. Es reicht auch nicht mehr, innerhalb eines bestehenden Systems neue Ordnungen zu finden, sondern im Moment geht es darum, neue Systeme zu kreieren. Und das wissen witzigerweise fast alle Leute in der Gesellschaft. Wenn wir die Leute interviewen, dann finden wir in den Daten, dass über 3/4 bereits wissen, dass wir vor einer Veränderung dritter Ordnung stehen, eben nicht mehr besser machen des Bestehenden, auch nicht anders machen im Bestehenden, sondern grundsätzlich anders machen der Systeme. Das heißt, wir müssen die Spielregeln in den Gesellschaften ändern, sonst wird das nicht mehr funktionieren. Insofern hat das Projekt für dich Modellcharakter für den Kunstbereich. Ja, das ist der witzige Teil, nicht? Also das hat richtig nacheinander 3 Dimensionen eröffnet. Zuerst diese private Begegnungsdimension, dann diese Dimension des Experiments, des kommunikativ-kulturellen Experiments und dann über diese Experimentalcharakteristik eigentlich die 3. Dimension der Infragestellung und, wenn man so will, der Provokation. Das heißt, das hat sehr klare Dimensionen. Ein bisschen Empathie, ein bisschen Experiment und sehr viel Provokation. Und ich finde, das macht es allemal wert, das Ganze im Auge zu behalten.